vom Robert-Koch-Institut sagt, der Einfluss der Kontaktsperre ist eher mäßig auf die Corona-Fälle. Das ist natürlich eine Bombe. Ja. Aber Sie merken, das ist vor 2 Tagen gemacht oder publiziert. Hier, davon hören wir im Grunde ausgesprochen wenig. Hier also noch einmal, die Studie zeigt, dass die Kontaktsperrmaßnahme vom 23. März offenbar so gut wie gar keine Auswirkung auf den Verlauf der Fallzahl haben. Es ist mir klar, dass diese Dinge sehr kompliziert sind und dass es sehr schwierig zu rechnen ist, aber in der Tat ist es sehr schwer für die Politiker jetzt zurückzurudern. Und wir hören auch von allen Politikern, die Fallzahlen gehen zurück, weil wir so streng interveniert haben.